Willkommen zurück zu einem neuen Part hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr oben rechts seht, heute werde ich keine Gegenstände einfach nur erklären, sondern ich habe heute vor, euch eine Boxfighting-Map zu bauen. Den ersten Teil. Es soll ein zweiteiliges Video werden. Hier im ersten Teil zum grundlegenden Aufbau einer Boxfighting-Map. Und in einem späteren Video zeige ich euch, wie man das Ganze noch kombiniert, indem man jede Runde andere Waffen hat. Und wie man es auch so bauen kann, dass man quasi vor Rundenstart immer eine Auswahl hat. Allerdings brauchen wir dafür, egal, das seht ihr dann im zweiten Part. Genug geredet, wir starten dann mal in die Map. Da sind wir jetzt gelandet auf einer komplett kahlen Karte. Hier wie immer am Stein in der Mitte und jetzt holen wir uns erstmal das, was wir brauchen. Der Einfachheit halber werde ich Parkour-Elemente benutzen. Ihr könnt natürlich benutzen, was euch beliebt. Ein Thema nehmen, was euch beliebt. Wir nehmen jetzt einfach mal Parkour. Das Grüne. Und mehr brauche ich im Prinzip auch schon nicht an Bauelementen. Schmeißen wir jetzt hier hin. Als erstes bauen wir uns jetzt eine Lobby, wo man quasi landet, wenn man diese Map betritt. Die machen wir jetzt einfach mal 3x3 Felder groß. Dazu schnappen wir uns dann die Wand hier hinten. Und löschen das weg, was wir nicht brauchen. Dann nehmen wir die Bodenplatten, machen daraus den Deckel. Fertig ist die Lobby. Dann brauchen wir unter Geräte Spieler die Spawnplatten. Und zwar wollte ich diese Boxfighting Map auslegen auf 4 Spieler, also brauchen wir auch in der Lobby erstmal 4 Platten. Ich richte jetzt einfach alle einfach mal nach links aus. Und dann stellen wir einfach nur ein. Alle Inselstart nutzen, ja, im Spiel sichtbar von mir. Inselstart nutzen, Spiel sichtbar. Und eingeschaltet werden vor dem Spiel. Das Ganze machen wir jetzt reihum im Schnelldurchlauf. Eingestellt. So, kommen wir jetzt zur eigentlichen Map. Hier brauchen wir den Boden. Nehmen wir ein bisschen weg und machen einfach eine Bodenplatte 5x5 Felder groß. Das ist groß genug für eine Map für 4 Leute. Dann wieder die Wand. Wieder ein bisschen Schnelldurchlauf, damit das Video nicht allzu lang wird und ihr nicht nur beim Wendebaum zugucken müsst. So, dann löschen wir wieder den ganzen Kram raus, den ich in der Unachtsamkeit hier dazwischen gebaut habe. Das Ganze jetzt wieder oben zumachen. Das wäre unsere Box. Für 4 Leute ausreichend groß, denke ich mal. Dann brauchen wir wieder die Spieler-Spawn-Punkte. Wieder in jede Ecke einen. Dort stellen wir ein Gameplay. Priorität 1. Und Inselstart nutzen? Nein. Den zweiten stellen wir ein auf Gameplay, Priorität 2. Gameplay, Priorität 1. Und Gameplay, Priorität 2.
Attacken. Ja, Priorität 1 und 2 habe ich deswegen genommen, dass wenn ihr nur zu zweit spielt, ihr gegenüberliegend startet und nicht nebeneinander. Kann man aber machen, wie man möchte ist. Das zu diesem Teil dann die Gegenstände. Dafür brauchen wir diese Spawnfläche hier. Das ist im Prinzip auch nur das, was ihr dann im Inventar haben werdet. Immer. Munition bei Waffe geben, ja. Startkondition. Nicht überschreiben, nicht überschreiben, nicht überschreiben. Das braucht man im Prinzip auch nicht, weil die erste Variante, wie gesagt, ist relativ simpel aufgebaut. Dann geht ihr jetzt auf die Waffen, was ihr im Inventar haben wollt. Traditionell nimmt man einen blaues Sturmgewehr. Das ist hier. Dazu eine lila Pump. Wo ist sie dann? Da ist sie. Verbrauchsgegenstände, nämlich zwei Minis, ein Schlüpfisch und dann noch 200 Pump-Munition und 100 Sturm-Munition. Und bei der kleinen Map würde ich sagen, sollten 200 Holz oder 250 Holz mehr als ausreichend sein. Und dann schmeißen wir das hin. In der Reihenfolge, wie ihr das jetzt hinschmeißt, bekommt ihr das später ins Inventar. Also ich schmeiße das als erstes die weg. Wird aufgesammelt, dauert immer ein paar Sekunden. Das. Dann der Fisch. Dann die 100 Schuss. Und die 100 Schuss. Und hier die Hälfte 205. Das ist das, was jetzt jeder Spieler bekommt. Dann kommen wir jetzt noch zur Inseleinstellung. Und dann habt ihr eure Boxfighting-Map im Prinzip schon spielbereit fertig. Ja, Sprachchat wieder euch, free for all, dann braucht ihr auch keine Runden wählen, keine Teams vorab wählen, sondern ihr könnt gleich loslegen. Uninteressant, das ist uninteressant. Spawn Limit natürlich auf 1. Nach letztem Spawn als Beobachter, dann könnt ihr euch selbst entscheiden, wie viele Runden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Teamrotation ist unerheblich. Das mal nein. Zeitlimit könnt ihr machen. Müsst ihr aber nicht. Siegbedingungen macht ihr auf höchste Punktzahl oder auf meistgewonnene Runden, wie ihr es halt lieber habt. Ihr könnt auf Höchstpunktzahl machen. Könnt beispielsweise dann hier unten Punkte. Wo war's? Hier unten genau. Eliminierungspunktzahl für Eliminierung und für Assist beispielsweise 2 und 1 Punkte. Und dann könnt ihr das auf Punkte machen. Oder ihr macht es generell auf meistgewonnene Runden. Und macht hier unten die Zähler dann auf 0. Aber ich persönlich tendiere halt immer zu Punktzahl. Auf Höchstpunktzahl. 2 Punkte, 1 Punkt oder wie beim Fußball, macht 3 und 1. Das ist euch überlassen. Spielstart-Countdown kann man auch so lassen. Punktzahl zum Beenden macht man auf 0. Und letzter Überlebender beendet Spiel auf 1. Einstellungen macht ihr dann hier Schilde 100%. Dass ihr mit 100 Schild und 100 Leben startet.
Ist aber euch überlassen, wie ihr das macht. Unendlich Munition aus, unendlich Ressourcen aus. Baulimit Ressourcen. Ziele zulassen, bauen zulassen, alle Bearbeitungsmöglichkeiten Standard. Objekte können durch Bauen zerstört werden, auch nein. Schaden an Umgebung aus, damit die Arena an sich nicht zerstört werden kann. Gebäudeschaden alle. Und das kann man alles so lassen, wie es ist. Und das kann man auch fallen lassen machen. Wenn ihr einen eliminiert habt, könnt ihr euch quasi die Heil-Items mit einsacken, wenn ihr das so fallen lassen macht. Ihr könnt auch auf Behalten oder Löschen gehen. Dann droppt halt nichts, auch kein Munition und nichts. Gegenstände fallen lassen möglich, ja. Respawn-Zeit ist unerheblich, ihr spawnt ja nur einmal. Fallschaden auch bei zwei Höhen unerheblich. Das könnt ihr euch einstellen, wie ihr es mögt. Ihr könnt auch feststellen, ob ihr Konditionsbonus bekommt bei Eliminierung. Oh, maximale Ausrüstungsslots, genau. Dann noch die Benutzeroberfläche. Ah, ich will die Zähler hier runtersetzen. 8 Sekunden sind hier meiner Meinung nach mehr als ausreichend. Dann könnt ihr die HUD-Information festlegen. Auf Punkte. Zum Beispiel. Achso, HUD-Information aus. Nein. So, und hier unten, das meinte ich eigentlich, da würde ich hingehen, möglichst sagen, Punkte. Und so wie es eingeschaltet hat, Eliminierung, Assist und eliminiert. Da habt ihr dann, das reicht im Prinzip auch schon, die 4 Punkte. Kartenmischung könnt ihr Punkte oder Übersichtskarte. In dem Fall würde Punktekarte, weil Übersichtskarte bringt in dem Spielmodus wirklich wenig. Und im Prinzip war es das auch schon, wie ihr das hier alles einstellt. Und im Prinzip war es das jetzt schon. Jetzt könnt ihr mit das Spiel starten. Nach 3 Sekunden wird sich jetzt natürlich nichts machen, weil ich ja keinen Gegner habe. Oh, habt ihr eingeblendet, Runde 1 von 10. Oh. Natürlich passiert jetzt gar nichts, weil wir sind bauen. Ihr seht schon hier, wie viel hier schon zugebaut ist. Also 250 ist fast schon zu viel. Und die Munition ist auch ausreichend für diese kleine Map, selbst wenn man nichts trifft. Aber bedenken, wenn wir das zu viert spielen, hier so viel Bauressourcen hat, da kann man wahrscheinlich den ganzen Raum doppelt und dreifach zubauen. So, das Menü haben wir jetzt aufgebaut. Jetzt fehlt nur noch eins, was man nicht vergessen sollte. Und zwar, wenn das Spiel startet, würdet ihr ja gleich aufeinander schießen können. Aber um das ganze Spiel ein wenig spannend zu machen oder damit ihr am Anfang noch ein bisschen Zeit habt, euer Inventar zu sortieren, braucht man noch eine Kleinigkeit und zwar findet ihr das unter Zone. Ihr kennt es schon und zwar die Barriere. Oh, man glaubt, 1, 2, 3, 12 brauchen wir. Und zwar baut ihr eine dorthin, dorthin. Dorthin, 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 dort. Ich stelle euch jetzt eine ein und den Rest dann im Schnelldurchlauf. Und zwar, ich nehme immer ganz gern blaues Kraftfeld. Nur Gameplay. Schuss abhalten, ja, ganz wichtig. Und Barrierebreite, alles gleich, nur die Höhe auf 2. Und dann seht ihr schon. So, und jetzt sehen wir uns in wenigen Sekunden an dieser Stelle wieder. So, jetzt haben wir das eingegrenzt. Wer will oder wer das möchte, wenn man sich ja rein theoretisch schon 2 Stockwerke hochbauen kann, kann ja jetzt, kann man dann noch in die Ecken der jeweiligen Plattform auch noch eine Barriere setzen. Und 4. Aber die braucht ihr jetzt hier oben im Prinzip nur noch einstellen auf blaues Kraftfeld, alle 4. Jetzt ist im Prinzip eure Box im Prinzip soweit fertig. Ah, Mist.
Eins habe ich vergessen. Und zwar ausschalten bei Empfang von Kanal 1. Das werde ich jetzt für alle 12 Barrieren nochmal schnell einstellen. Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. So, jetzt sind alle Barrieren eingestellt auf Ausschalten bei Kanal 1. So, wenn wir jetzt beispielsweise hier beginnen würden, seht ihr, man kann durchgucken. Ihr seht da drüben die Gegner, wo sie sind. Aber ihr könnt hier nicht durchschießen. Ihr habt die Barriere nach oben und nach links und rechts. Das heißt, ihr könnt euch quasi eine Box bauen. Das geht. Aber der Rest erst, wenn diese Barrieren weggehen, diese auf Kanal 1 weggehen. Ja, wie kriege ich und wie machen wir jetzt, dass die weggehen? Ganz einfach. Ein Gegenstand, der im allerersten Part ankam. Und zwar dieses Gerät hier, das Fass. Und zwar, man kann den Soundeffekt anlassen, wenn man das möchte. Schadenswert anzeigen, egal. Schadensradius, auch egal. Schaden auf 0. Gebäudeschaden auf 0. Nein. Wegstoßen machen wir auf aus. Und dann brauchen wir im Prinzip nur noch. Ja, das könnt ihr anlassen, wenn ihr einen Sound haben wollt, der quasi die Runde einläutet. Ihr könnt auch an den Kanal dann noch einen Hartnachrichtenempfänger binden, der quasi dann nochmal unterstreicht, dass die Runde jetzt beginnt. Das überlasse ich euch, ob ihr das machen wollt. Im Spiel sichtbar, ja, nein, ist relativ egal, weil es eh außerhalb steht. Und, ach, ihr braucht noch nicht mal einen Hartnachrichtenempfänger, ihr könnt es auch generell hier einfach eintragen. Aber ich finde es mit einem Hartnachrichtenempfänger einfacher. So, jetzt suche ich nur noch diesen einen Punkt. Ein. Nein. Egal, Gebäudeschaden 0. Zeigt bis der Donation auf Spielstart. Da setzt ihr zum Beispiel auf 5 Sekunden. Und dann zum Schluss noch, wenn explodiert, senden an Kanal 1. Und wenn ihr das ganze Spiel jetzt startet, so, Barrieren sind da, sie sind undurchlässig, ihr habt die Waffen hinter, man kann nicht durchschießen. So, und mit der Explosion gehen alle Barrieren weg und der Kampf kann beginnen. Und so baut man eine relativ einfache, eine Boxfighting-Map. Und im nächsten Part werde ich euch dann zeigen, wie man das Ganze noch erweitern kann, indem man rundenweise andere Waffen hat, beziehungsweise wie man quasi jeden Spieler so eine kleine eigene Lobby baut, wo er sich vor Spielstart noch eine Waffe aussuchen kann. Aber alles das im nächsten Part hier zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Könnt es mir ja mit einem Daumen hoch wissen lassen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren und ein Abo dalassen. Das war's von mir, euer Joe der Zocker.